Heute geht's das letzte Mal in die Hollywood Studios. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren sonnigen Vlog hier aus dem Sunshine State, Florida. Ja, wir sind auf dem Weg in die Hollywood Studios und verbringen da heute unseren letzten Tag. Also nicht den letzten Tag der Reise, sondern den letzten Tag in den Hollywood Studios. Haben noch ein paar Sachen zu erledigen, werden es aber entspannt angehen lassen. Möchten erst ein paar Bilder machen im Star Wars Bereich, in unseren Star Wars Outfits. Dann haben wir eine Reservierung für Slinky Dog bekommen und ja, gucken die Schön und das Beast Show. Also ein paar Programmpunkte, aber relativ entspannt. Ja, wir gönnen uns jetzt hier eine grüne oder eine blaue Milch. Brina hat sogar mit Tequila. Rum? Grüne gibt es mit Tequila. Kostet 9 Dollar, diese... 1,15. Arschmilch. Also es ist super teuer und Brina ist 15. Aber wir mussten sie mal probieren. Ich habe schon probiert. Und ich finde, ich habe auch die blaue schon probiert. Ich finde beide sehr lecker. Hier die grüne ist so ein bisschen fruchtiger vom Geschmack her. Genau definieren kann ich es nicht, aber ich finde es lecker. Wir haben ja vor allem, also ich habe es im Januar nicht probiert und man hat vorher immer im Internet so schlechte Sachen gehört, aber ich finde es gut. Klar, es ist teuer, aber wenn man mal hier ist, kann man sich das schon mal gönnen. Ich finde es gut. Wo guckt man das? Get back here with my kids!
Ja, heute ist es komischerweise irgendwie sehr voll in den Hollywood-Studios, obwohl es ja Dienstag ist. Keine Ahnung. Ja, wir haben jetzt hier die blaue Milch getrunken, ein paar Fotos gemacht. Oder grüne Milch, hab ich ja getrunken. Und jetzt gehen wir mal wieder in den anderen Bereich, gucken jetzt ein paar Shows. Und ja, das ist der Plan. Wir kommen später auf jeden Fall wieder. Wir möchten hier auf jeden Fall zum Mittag essen. Und haben noch eine Reservierung heute in Rogas Cantina heute Abend. Die wollen wir auf jeden Fall nicht verpassen. Great teacher, Doc Hudson. That's why I started this racing academy, so I could pay that forward to all of you. Buddy? Yes, Mater? Doc wasn't the only one to talk to you a thing or three. That's right. He taught me how to drive backwards, how to tip tractors, how to be a great friend. Yeah, and then he went on to win a heap of piston cups. Whee! Now, winning is great. 3, 2, 1, go! All right, it's always good to start with a practice lap. Warm up your tires. Now, when you're racing, you want to keep an eye on your tire pressure, oil level, and fuel. Exactly. As you get started, get used to the speed for a moment, pick a line, and stick to it. Uh-oh, congestion ahead. What should we do, Cruz? Imagine a stampede and hit a window. Just like Smokey taught us. So, das war Lightning McQueen's Racing Academy. Ja, ganz nett. Aber dafür jetzt extra hinter zu laufen, muss es auch nicht sein. Die anderen zwei gucken jetzt Indiana Jones Stunt Show. Die hat im Januar überhaupt nicht gefallen. Deswegen lass es aus und schlendern so ein bisschen durch die Shops mit euch. Hier gibt es Spiele. Disney Parks Uno. Schon cool. Puzzle, gibt's diesen Zauberwürfel. Kniehohe Socken. Ein sehr schönes weißes Lion-Shirt, aber ich weiß schon, dass er teuer sein wird. Ja, $150. Der Daisy Pullover, ne? Der verfolgt mich schon so ein bisschen. Gibt's diese Leggings, die ich so toll finde. Die habe ich von Primiano gekauft. Ein Schneewittchen-Outfit. Ein Attraktionskleid. Mit passender Männerbluse, also Hemd. 128 Dollar. Uhren. Eine Jasmin-Regenjacke. Das Kleid finde ich auch sehr schön. Ist auch wieder so ganz günstig.
Coach Collection. Jetzt sind wir hier bei Pandora. Ich glaube, diesmal kaufe ich mir nichts von Pandora. So, ich demonstriere euch das mal mit dem Magic Band Plus, wie das funktioniert. How are you today? You're doing pretty well. Yeah? How are you doing? We are very well. Yeah. I can't speak Droish. Droish? What is it? Droid. Yeah. It's okay. Okay. You need a translator? A little bit. Okay. He wants to know if you've seen any stormtroopers today. We have, yeah. Oh no! That's really bad news. Where were they? In the galaxy's edge. So far from you. Okay, yes. They're over on the You're safe here. You're safe here. Yeah. We'll have to keep an eye on them. Yeah, we keep an eye on them. Ja, wir haben BB-8 getroffen mit 15 Minuten Wartezeit. Und jetzt ist Zeit für Slinky Dog Dash. Eine sehr coole Achterbahn. Leider immer sehr, sehr viele Wartezeiten. Lightning Lane ist auch mal sehr schnell ausgebucht. Sehr beliebt tatsächlich. Gerade ist 95 Minuten Wartezeit, also. Und die Fahrt geht dann auch wirklich nicht lang. Aber es macht Spaß. Here we go.
Wie angekündigt, essen wir heute in Docking Bay 7. Das ist eins der Schnellimbiss-Restaurants hier in Batu. Und danach haben wir hier den Super Zoom. Da ist die Schlange schon ein bisschen lang. Ich habe beim letzten Mal schon gegessen, fand ich sehr lecker. Und ja, bei mir gibt es wieder dasselbe wie beim letzten Mal. Zwar Hummus. Wir haben übrigens oben Mobile Order gemacht, deswegen warten wir jetzt hier kurz. Wir sind jetzt hier im Docking Bay 7 und ja, das ist das Essen, was ich mir geholt habe. Ich glaube, es war 12 Dollar ungefähr. Ist vegetarisch. Gibt, ich glaube, so Fleischbällchen vegetarisch mit Hummus und Fladenbrot. Hat letztes Mal schon, ist sehr lecker. Wir sind fertig im Docking Bay 7 und ich stehe jetzt hier schon mal im Super Zoom. Ich musste da raus. Also, da war ja Eisschrank. Der war so kalt. Ich saß da mit meinem Schal, den ich jetzt immer dabei habe, seit ich erkältet war hier von der Klimaanlage, habe ich immer einen Schal jetzt im Rucksack für solche Situationen. Also bin da fast erfroren. Ja, ich fand mein Essen sehr, sehr lecker. Das hatte ich auch schon im Januar, diese Hummus und vegetarischen Bällchen, obwohl die nicht vegetarisch schmecken, finde ich. Also die schmecken nach Fleisch. Und ja, also ich kann es weiterempfehlen. Sinan hat es dasselbe wie ich und dem hat es auch sehr gut geschmeckt. Brina hatte die Mac and Cheese mit den Fried Chicken, Spicy, Hot irgendwas und Brokkoli. Das Mac and Cheese habe ich probiert, das war sehr wässrig, aber ich bin auch kein Mac and Cheese Fan. Und sie fand es wirklich sehr, sehr schlecht. Das Hähnchen hat überhaupt nicht geschmeckt, Mac and Cheese, wie gesagt, war sehr wässrig. War leider ein Reinfall für sie. Ja, so Geschmäcker sind halt unterschiedlich, aber die Hummusbällchen, Hummus-Fleisch-Ersatzbällchen, die waren lecker. Die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wir müssen uns jetzt gerade ein bisschen beeilen beim Fotopass-Fotografen, der war super. Aber es hat so lange gedauert und unser Slot für Tower of Terror läuft gleich ab. Und dann müssen wir auch schon zu Schön und das Beast Show. Also gerade ein bisschen stressig. Ja, 40 Minuten geht die Show los. Und noch 15 Minuten für unser Lightning Lane für Tower of Terror. Da kann ich ja schon mal vorwarnen. Paris ist viel besser. Also um Welten. Also das ist wirklich krass, wie viel besser ich Paris finde beim Tower of Terror. Aber Brina möchte es natürlich fahren, das machen wir dann. Und ja, wie gesagt, dann geht's zur Schön und das Beast Show. Ah, die Fotos sind super geworden. Ich kann euch ja hier mal eins einblenden und auch den Super Zoom zeige ich euch jetzt mal. That door is opening once again, and this time, it's opening for you.
Far away then, a young prince lived in a shining castle. Although he had everything his heart desired, the prince was spoiled, selfish, and unkind. One winter's night, will be furious if he finds out what we're up to. Well, we don't have to tell him, do we? There is nothing to worry about. No, nothing. Just our entire future. Oh, pish-posh. Hello there. Be our guest for dinner. We'll keep it simple. What are you talking about? What's going on? Your dinner. Wir sind zwischendurch Tower Hotel oder Tower of Terror oder wie man es immer hier ausspricht gefahren und ja, es ist ja ein bisschen anders als bei uns. Man fährt mit dem Aufzug noch so ein Stück vor und zur Seite und so, also man ist nicht hoch und runter unterwegs. Was hier ein bisschen fehlt, ist für mich die Story. Also man kriegt so ein bisschen nicht so gut die Story mit. Die Drops sind okay, aber ich finde unseren in Paris immer noch besser. Und dann haben wir die Schön und das Biest Show gesehen. Und die ist natürlich wunderschön, mein absoluter Lieblingsfilm. Und es war auch ein bisschen anders als im Januar, denn im Januar durften sich die Darsteller noch nicht anfassen. Da gab es alles mit Abstand, dieses ganze Getanze und Gesinge. Heute durften sich wieder alle anfassen und war sehr schön auf jeden Fall. Solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Und dann waren wir noch im Tower of Terror Shop und haben uns hier so einen, hab ich aber bestimmt schon im Hall gesehen, den Schlüsselanhänger gekauft. Ja, hat $15 gekostet. Haben wir Daniel und Sven auch noch mitgenommen. Brina hat sich auch eingekauft. Also haben wir alle jetzt einen Tower of Terror Schlüsselanhänger. Ein Freundschaftsanhänger. Ein Freundschaftsanhänger. Ja, der nächste Termin, den wir heute haben, ist Mickey und Minnie's Runaway Railway. Um 18 Uhr haben wir nochmal gebucht. Wollte ich unbedingt nochmal fahren. Und dann haben wir schon so zu Ogas Cantina. Und dann ist auch schon fast der Tag wieder rum. Zeit verfliegt hier so schnell. Hi Minnie, I love your outfit. So shiny and sparkling. She's
Oh, you love us. Thank you. Thank you. So, Spock, we twirl? Woo! Beautiful. Yeah, you also so sparkly. Yeah. So let's have some pictures. Hi, Mickey. I love your sorcerer outfit. Very beautiful. Last time I was here in January and you were not here, unfortunately. But now you are here. So let's have some pictures. I like pictures. Your sparkling head. So, yeah, it's shiny like her dress, right? Yes. So let's have some pictures. Ja, das war Mickey und Minnie. Minnie in ihrem Hollywood-Outfit und Mickey als Zauberer. Als wir uns angestellt haben, waren es 35 Minuten Wartezeit und jetzt sind es unschlagbare 75 Minuten. Also sehr, sehr lange Wartezeit. Also wir haben uns in der richtigen Sekunde angestellt. Jetzt geht's zu Mickey und Minnies Runway Runway. Bleiben wir direkt bei Mickey und Minnie in der Thematik. Und dann geht's zurück zu Star Wars. Ogas Cantina. Ich habe schon geguckt, was ich trinken möchte. Man wird aber wieder verarmt, also bei den Preisen. Und dann ist auch schon fast wieder der Tag rum. Dann gucken wir uns noch die Abendshows an und das war's dann auch schon. Seht ihr den Hidden Mickey in der Lampe? So cool. Ja, Mickey und Minnie's Runway Ray Ray war jetzt nochmal richtig schön am Ende. Ja, gehört zu meinen Lieblingsattraktionen. Habe ich das schon mal erwähnt, dass es eine meiner Lieblingsattraktionen ist? Wir laufen jetzt Richtung Batuu und für unsere Reservierung in Ogas Cantina. Ich habe schon geguckt, was ich trinken möchte. Sind ja sehr fancy Getränke da. Man wird zwar arm, aber man muss es auch mal miterlebt haben. Und wir haben jetzt eben auch noch geschafft, unsere Reservierung für Freitag. Wir waren ja eigentlich Freitag im Animal Kingdom und dann am letzten Tag Epcot. Wir haben es jetzt so gemacht, dass wir für Freitag Magic Kingdom bekommen haben und am Samstag dafür haben wir uns am letzten Tag nochmal im Animal Kingdom sind, weil wir nicht so viel zu tun haben, mehr zu erledigen haben und ja, ich denke mal, es ist ein guter Abschluss. Das heißt, die nächsten drei Tage geht es für mich ins Magic Kingdom. Prina und Sinan sind ja morgen auf den Horror Nights und ich mache mir einen gemütlichen Tag alleine. Aber wir werden erstmal ausschlafen und ich werde morgen die Hoteltour filmen. Also alles ein bisschen entspannter. Freitag geht es dann nochmal eineinhalb Tage durchpowern und dann geht es auch schon wieder nach Hause. Schon so schnell sind zwei Wochen auch wieder vorbei. Wir haben gerade Golden Hour. Ich liebe diese Zeit. Es schmeichelt auch so einem und das Licht ist so schön. Kann man sehr schöne Bilder machen übrigens auch. You'll have 45 minutes. It looks like you're standing at the bar. Do you have any lightsabers, blasters, or other weapons on you? No. All good to go. No lightsabers. Blaster?
Scan this for the menu. Ja, wir sind jetzt hier in Ogas Kantina und haben jetzt leider einen Bartisch. Also wir stehen halt an der Bar. Und ja, es ist sehr, sehr voll. Auch sehr, sehr laut. Und wir haben nur 45 Minuten Zeit. Max, man hätte 45 Minuten Zeit. Ja, also man hätte 45 Minuten Zeit, um das auszutrinken, was zu bestellen und ja. Thank you. Ja, unsere Drinks sind da. Das ist mein antialkoholisch Carbon. Das ist Carbon Freeze und das ist Bespin Fizz. Mal gucken, bin sehr gespannt. Also mein alkoholischer Cocktail war $19 und mein antialkoholischer ist $7.50 plus Tax und auch noch Trinkgeld, also um die $35 werde ich für die zwei Getränke hier bezahlen. Ist schon ein stolzer Preis, aber sind ja fast Schweizer Preise hier. Ja, es ist mittlerweile dunkel. Wir sind raus aus Ogas Kantina. Also ich fand meine Drinks wirklich sehr, sehr lecker. Ich revidiere auch ganz kurz meine schlechte Laune, aber ich fand den Platz, den wir hatten, wirklich schlecht. Der war wirklich, ja, es war niedrig. Diese, wo normal die Stroller dahin kommen. Ja, die Rollstuhlfahrer können da wirklich gut Platz nehmen, weil es war sehr niedrig und es ist halt eine Stehparty. Es ist halt, man hat fast nur Stehplätze. Aber die Atmosphäre ist cool, die Drinks sind wirklich sehr lecker, auch wenn sie teuer sind. Ich habe jetzt mit Tipp $35 bezahlt. Naja, aber auf jeden Fall ein Besuch wert hier in Batu. Wir gehen jetzt zu Tower of Terror, dann gucken wir uns da Beacon of Magic an und verlassen jetzt Batu für diesen Trip. Schön war's, wirklich. Also ganz, ganz toller Themenbereich. Man ist wie in einer anderen Welt und ich liebe es einfach hier rumzulaufen und alle möglichen Secrets zu entdecken. Stormtrooper zu sehen. Es ist wirklich cool. Die Geräusche. Man ist in einem anderen Themenpark hier, wenn man hier in Batu rumläuft einfach. Ich werde es vermissen. Brina kauft jetzt noch die Cola, die bekannte. Jetzt ist er hier. Der hat direkt zwei Lichtschwerter in der Hand. Und so doppelte. Der kann bestimmt besser damit umgehen als du. Ja, wir kaufen jetzt, also Brina kauft sich noch die Cola, die Handgranaten-Cola, so sieht sie aus, kostet $6 und die wollen sie als Erinnerung mitnehmen. Sie sehen schon cool aus. Sprite. Ja, also ich finde sie auch cool, aber ich würde es mir zu Hause nicht hinstellen und ich bin jetzt nicht so der Cola-Sammler, aber Brina schon, deswegen ist schon cool gemacht. Gut gewartet, aber nach einem ganzen Tag Park oder nach schon fast 10 Tagen Park ist dieses lange Stehen da nicht mehr so angenehm, vor allem wenn man sich gefreut hat, nach 45 Minuten da halt Beine baumeln lassen.
Speaking of Magic, gell? Und dann schauen wir hier noch die Abendabschluss. Good evening, friends. Look around you. There's a special magic that flows through this place. The magic of imagination. Brimming with glimmer, made more brilliant by the light that lives within you. It inspires us to embark on heroic journeys, explore legendary worlds, and live our adventure. Tonight, as we gather together in the spotlight of the Hollywood Tower Hotel, our starlight ignites the magic to create a beacon, shining out and celebrating 50 years of the most magical place on earth. So, und das war unser Tag hier in den Hollywood Studios. Wir haben uns jetzt noch die Show angeguckt. Ja, ist ganz nett. Es ist halt aneinandergereihte Filmszenen mit bisschen Feuerwerk. Ich habe es beim letzten Mal schon gesehen. Wenn Verena jetzt nicht dabei gewesen wäre, hätte es mir auch nicht nochmal angeguckt. Aber so war es in Ordnung. Ich habe noch Popcorn gegessen dabei. 5,50 Euro für Popcorn finde ich vollkommen okay. Wir zahlen teilweise im Kino bei uns mehr für Popcorn. Und es war lecker. Und es war lecker. Kann man nicht sagen. Ich liebe salziges Popcorn. Ja, wir gehen jetzt zum Bus, wie natürlich 30 Milliarden andere Menschen hier. Und werden wir schon dann ein bisschen auf den Bus warten müssen. Morgen, also wir haben uns jetzt verabschiedet. Ist ja der letzte Tag gewesen hier in den Hollywood Studios für uns. Morgen geht's für mich alleine erstmal ganz entspannt ins Magic Kingdom. Morgen früh will ich noch die Hoteltour filmen und ja, ausschlafen. Und dann werde ich irgendwann gegen mittags ins Magic Kingdom fahren. Und nachmittags gehe ich ja dann auch nochmal bei Snow White essen in der Wilderness Lodge. Ich weiß jetzt, wie dieses Hotel so heißt. Egal, ihr werdet es morgen auf jeden Fall erfahren. Bis dahin hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns morgen in aller Frische wieder. Ciao!